Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, nachdem wir das Rätsel aller Rätsel im letzten Part gelöst haben, worauf ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, schauen wir uns noch diesen Inkognito-Punkt hier an. Dann gehen wir mal hier diesen Aufzug benutzen, aber vorher guck ich mal. Ja, wir sind übrigens immer noch hier im Helioborg, in der Helioborg-Festung, wo wir nach Balin suchen sollen. Und ich weiß, wie wir hier wegrennen. Ich habe einen heiligen Trank an. Habe ich ja ganz vergessen. Also, kein Wunder, warum die wegrennen. Flieht! Flieht! Mann! Ein Widerstandssymbol. Ja, auf die ganzen Accessoires habe ich irgendwie noch nie so geachtet und ich glaube, es ist auch nicht so notwendig. So, man hat die auch erkundet, normales. Ja, okay, es sieht so aus, als müssten wir zum einen Ort. Zum jenen Ort, der uns noch nicht so geheim bleibt. Aber schon irgendwie eine Etage da besuchen können. Etage 9. Was finden wir da? Nichts. Ich wollte schon erst sagen, die nächste Cutscene, aber nein. Wir finden einen Sack. Boah, ich muss aufhören, direkt vor der Aufnahme mal zu trinken. Wir haben doch schon überall nachgeguckt. Aha. This confirms it. They created a spirite with the information Exodus gave them. Something called Das sieht Vault. irgendwie sehr merkwürdig aus, wenn so ein riesen Computer benutzt. What? According to this, that spirite thing was powered about a half an hour ago. That sounds like it was one of the reasons for the chaos that transpired here. Where'd it go? I don't know exactly. Rowan sieht irgendwie aus wie ein Gärtner. To one of the floors above us. What do you think? It might be worth checking out. Why do you say that? I don't have any proof, but I think Gaius might have activated it. If he did, we should find him nearby. But what would be his motive for using Spyrite? I have the same question. I think it's important we get in contact with him. Dude, it's not that I don't want to meet him. Ja, genau. Nehmen wir Kontakt mit dem Typen auf, der uns dutzende Male umbringen wollte. We'll cross that bridge when we get to it. If that's his plan, then I'll just have to stop it. You say that now, but we all know how much you respect him. Just as you respect Mila. Please, Rowan, there's no need for this. You sure you won't back down in front of your hero, kid? Hey! Cute doesn't need a lecture from you. Yeah, who died and made you head honcho? It's okay. I do respect Gaius, but it doesn't mean I have to follow his path. I can create my own. Otherwise, I'll never make my own decisions. I won't grow up to be who I want to be. Well said. Oder zu der Frau. Er will ja immer so sein wie Mila, also kann man nicht ausschließen, dass er auch eine Frau sein könnte. So, Skid, 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 Skid. Falsch, Skid. Okay. Das hat mich jetzt irgendwie schockiert. Dann stimmen, wenn ich hier diese Tür rausgehe. Nein, da kommt nur die nächste Cutscene. Oh nee. Oh, nicht wieder an. Let's proceed with caution. Ja, was kann schon. Da, die haben noch mehr Angst vor mir als ich vor denen. Nicht wahr? Nein.
Panik. Schön. Be careful here. Oh. Touching the wrong cable could kill you. Ehrlich? Lügner, hast schon wieder gelogen. Grenzweiter, ein Buch, mit dem die Gruppe Zugang zur Fertigkeit gehaltene Grenze erhält. Okay, was ist das? Nach dem Wirken eines Arkanas wird die Grenzüberschreitung fortgesetzt. Hä? Okay, was soll das bedeuten? Also wenn man in der Grenzüberschreitung eine Arkana einsetzt, dann setzt man dort Mystikart ein, wenn man X gedrückt hält, ne? Hier ist ein Shop. Aber das wird doch nicht automatisch eingesetzt, oder? Stehe jetzt irgendwie nicht. Nur mehr Rahmen schwarzpegeln. Lass mich mal kurz gucken. Das ist jetzt sehr wichtig. Falsch. Nee, doch. Warte. Hier. Mystica Arte. Wo ist es? Come on, come at me, bro. Alter. Da. Nee, bei Gegnern. Kana zu Mystica. Solange ich hier kannst du ein mächtiges Mystikat werden, halt drücken, nachdem du eine Art Karte getroffen hast, ja. Ja, für uns durch Zuschauer kennt, also. Meine etwa nach einer Mystikart kann die Grenzüberschreitung weiter eingesetzt werden, oder was? Weil das wäre dann ein Übersetzungsfehler. Aber so viele kamen jetzt ja eigentlich nicht vor. Also mir fällt jetzt im Moment keiner ein. So, oh, geil. Wir haben noch sehr viel Zeit. Wir bekommen zwar nichts mehr Objekt-Laden-mäßig, aber was soll's. Wow, hey. Und schon Level 64. Geil. Ach, erstmal wieder hinsetzen. Ich darf natürlich wieder aufpassen, dass ich nicht vom Stuhl falle. Weil der ist immer noch kaputt. Der tut doll weh, wenn ich runterfalle. Nehme ich an. So, Blätter. Oh, oh, 30. Und alles Level 65. Wow. Und hier die Dinger, die brauchen eigentlich nicht mehr so viel, ne? Aber kann ja nicht schaden. Zack. Wir bekommen nichts. So, Vögel. Vogel. Und hier ist einer. Und Level 68. Hallo. Okay, Rüstung und Waffen bauen wir ja auch am meisten, also hallo. Und Insekten, komm schon. Ey. Aber warte du. Wenigstens Level 67. Ich glaub, Spinne. Hanuman-Stab. Warte mal noch. Packen wir eins da rein. Wiederbelebungsring, oder was war das? 1, 2, 3, 4. So, alles Level 66, glaube ich. Ja. Dann, wir haben ja so viel Geld immer noch, wow. Ja, ich kann ja jetzt Objekte einsetzen, ich habe es vergessen. Hier noch. Ich habe ja, mir ist ja irgendwie einer abhanden gekommen, irgendwie, weiß nicht. So, Rüstungsladen. Nee, ich gehe jetzt mal Zubehörladen. Und gucke. Ich gucke. Sorgt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Träger von einem K.O. wieder erholt. Das ist sehr gut. Ich benutze die Dinger aber nicht. Ich benutze immer so diese ganzen Dinger, damit ich mehr Geld bekomme oder mehr Beute und so was.
Da achte ich nicht auf so was. Ich schon wieder Geld umsonst ausgegeben. So, wir haben es ja jetzt also. Space benutzen, hallo. Guck ich an, wie viel Geld wir haben, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Was habe ich bei Jude ausgerüstet? Helme? Jo. Also du bekommst... Du auch einen Helm. Ein Erzdude. Achso, den hat er, okay. So. Ja, ihr beiden hattet diese Dinger, genau. So, Waffen. Balkon schwingen. Und Schicksalsroute. Mein Gott. Und schon sind wir wieder aktuell. Geil. Gerichte könnte ich auch kaufen. Nein, nicht weg der Gerichte. Lebensmittel, meine ich. Ich war eigentlich nicht so viel eingesetzt. Was soll's? Lass mich weg. Weiter geht's. Da lang, oder? Hier kann man auch noch. Nee, hier ist der Aufzug, ne? Nein! Ja, ich bin gerüstet. Na komm schon, ein Kampf hier. Wenn schon nichts passiert. Warte so, wer hat hier direkt ein Item eingesetzt? Ich fasse nicht. Au, wer hat jetzt schon wieder direkt ein Item eingesetzt? Ich meine, ich habe eingestellt, was zum... Hallo? Wer setzt hier die ganzen Items ein? Was habe ich eingesetzt die ganze Zeit? TP sind wir... Hallo? Hä? Wieso? Hä? Kann man aber auch nicht so schnell weg waren, Mann. Wer hat denn auf 70 eingestellt, sag mal? Au. Was dreh ich ihn so um, geil. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Oh. Ach komm, mach mal Jude weiter. Zack, ich habe jetzt Engels. Flügel als Waffen oder was auch immer. Aua, Nein, ich kann nicht verbinden. Doch jetzt kann ich wieder. Double Demon Fang. Jo. Jo. Ja. So, danke. You okay? I'm fine. You don't need to worry about me. If you say so. Ja. Elise traut ihr immer noch nicht. Genauso ich. So, ein Gegner könnte noch gehen, aber hier ist gerade keiner. Verdammt! Was haben wir hier noch? War ich hier schon drin? Ja. Verdammt! Schwer Zeit verballert. Hier ist was. So. Kommt noch nicht, schaffe ich auch noch. Aber dafür knapp. Oh, aua. Okay, mach mal. Ja, ein bisschen. Aua. Hast nicht so gemacht. Okay, Elvin, hilf mir mal. Dämon Chaos. Nee, das wird sehr knapp. Egal. Schaffen wir schon. Au, wer haut mich denn die ganze Zeit kaputt? Jetzt gehe ich. Jetzt fall ich irgendwie nicht um. Wenn ich mich Stu wiederbeleben kann. Ich stehe da so drauf. So, den kam schon wieder auch noch. Ha. Und sagt mir dann Level ab. Wie schön. Aber wir sind am Ende des Parts angelangt und dreh dich um. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Part.
Tschüss.